6 Nächte waren wir jetzt in Sidi Ifni, also echt eine Woche, haben sie richtig entspannt angehen lassen. Und wir sind immer noch da. In einem sogenannten Kollektivo, weil wir rausgefunden haben, mit dem Bus in die nächste Stadt, wir möchten gerne nach Agadir, um weiterzukommen nach Tagasud. Der Bus würde 70 Dirham kosten, sind ungefähr 7 Euro, aber mit dem Taxi kostet es nur 60 pro Person. Dann dachten wir uns, nehmen wir halt das Taxi. Aber das ist kein normales Taxi, das ist ein Kollektivo, nennt sich so, weil man kollektiv fährt. Ja, und jetzt warten wir, bis der Laden voll ist. Das ist ein Taxi und das Prinzip ist, man geht hin und wenn der Laden voll ist, fährt man los. Der Laden ist nicht voll. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und warten. Das ist ungefähr 2,5 Stunden Fahrt. Ja, aber sie steigt auch da ein. Oh, warum nicht hier? Ja, so sieht auf jeden Fall dann eine Haltestelle, sag ich mal, aus. Ja, also warten wir jetzt, bis es losgeht. Aber es ist nett, wir konnten hier ein Fenster aufmachen. Ja, geht im Bus nicht. Zwei Plätze mehr besetzt. Wir gerade hatten uns erst das Taxi klar gemacht, weil der Fahrer wollte uns erst nicht mitnehmen, weil wir hatten den richtigen Preis und die haben sich abgesprochen, dass sie uns erst irgendwie für einen teureren Preis mitnehmen wollten. Da hat er uns das Taxi klar gemacht und jetzt hat er uns noch zur Bushaltestelle geführt hier nach Tagasud. Und hat sogar selber noch zwischendurch nach dem Weg gefragt bei den Leuten. Gott, Hammer. Wie süß. Ja, jetzt stehen wir hier an Busnummer, stehen in Agadir und warten auf den Bus nach Tagasud. Ja. Agadir ist übrigens ein bekannter Ort, aber eher so ein Urlaubsort, so Hotel, große Hotels und sowas, wo es aber an sich nicht viel zu sehen gibt. Und Tagasud ist halt dieser kleine, ja, Surferort, sag ich mal, wo viele auch gesagt haben, dass wir da unbedingt hin sollen. Und dann fahren wir da jetzt direkt durch. War cool, der Typ. Ja, der Opi war echt geil, ey. Auch fragt er nach dem Weg und wusste es selber nicht, aber Hauptsache er sagt, ich bring euch hin. Wir haben jetzt hier eine Airbnb-Unterkunft und die suchen wir jetzt. Gefunden. Wir sind ungefähr schon 10-mal hier vorbeigelaufen. Nur die haben hier natürlich kein Schild oder so. Jetzt rufen wir den Besitzer an und hoffen, dass er schnell da ist. Ich muss nämlich auf Klo. Daniel checkt schon mal, wo man hier günstig essen kann. Und ich mache mal in der Zeit die Roomtour. Schlafzimmer. Schlafzimmer? Sieht man mich auf der Kamera? Ja, natürlich sieht man die auf der Kamera. Das ist Weitwinkel. So, dann gehen wir hier raus. Und erstmal ein leerer Raum. Vom leeren Raum geht es dann direkt in die Küche. Und von hier durch den leeren Raum ins Wohnzimmer. Natürlich noch das Klo. Und die Dusche. Ja, vom Klo reicht jetzt aber eine Aufnahme, da mache ich sich noch ein paar mehr. Und natürlich wieder mit Dachterrasse hier, ne? Ja, erstmal Fazit zur Wohnung. Ist jetzt das also, Nötigste ist drin. Ja, auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen Liebe, so ein paar Bildchen oder Fall, so. Kann man doch mal hier hinhängen. Ja, aber ist auf jeden Fall eine Ecke größer als gedacht mit dem Wohnzimmer. Ja, das stimmt allerdings. Wir hätten noch Platz für 5 Leute. Ja. Ja, mal gucken, was wir jetzt essen. Das war jetzt das Günstigste, was wir gefunden haben. Sandwich mit Pommes. Nein, das ist kein zweites Mittag- oder Abendessen. Jetzt ist ein neuer Tag. Eigentlich sind dazwischen jetzt schon ein paar Tage gelegen, so 3, 4. Und jetzt gibt es mal Frühstück. Und dann kommt noch eine kleine Stadtführung. Ein Frühstücksgrinsen. Fertig gefrühstückt und wie gesagt, haben wir jetzt schon die letzten Tage hier verbracht. Und zwar wortwörtlich hier in diesem Café, haben super viel gearbeitet und nachgeholt. Und jetzt zeigen wir euch mal, warum gerade hier. Es ist so ein cooles Café hier, vor allen Dingen mit einem Meerblick.
deswegen waren wir hier die ganze Zeit. Manchmal wirklich von morgens bis abends. Ja, wir haben exakt das gleiche Shirt an. Ich habe mir von Daniel eins ausgeliehen. Ja. Es war aber nicht abgesprochen. Nee, aber es ist ganz gut, weil das ist eingelaufen. Ja, eigentlich haben wir uns von der Größe von der Stadt aber auch gar nicht gesteigert zu City Ifni. Ich glaube, Takasut ist sogar noch mal ein Ticken kleiner. Der einzige Unterschied ist, hier ist halt ein bisschen mehr für Tourismus gemacht. Restaurants, viele Unterkünfte. Aber kein ATM, kein Geldautomat. Deswegen, weil die Stadt auch nicht so groß ist, wird das, glaube ich, jetzt heute so eine der schnellsten Stadtführungen, die wir hier jemals gemacht haben. Los geht's! Ja, das ist hier Hauptstraße und Stadt. Unser Supermarkt hier. Ja, die Straße hier ist auch voll von Restaurants. Hier auch. Aber wir sind meistens hier. Sandwich für 20. Bunte Wände haben sie hier auch. Der Hauptplatz. Surfshop. Denn Takasut ist bekannt als Surferspot. Das ist der Grund, warum so viele hierher kommen. Jetzt sind gerade nicht so viele Surfer da, weil die Wellen, glaube ich, nicht so hoch sind. Hat zumindest einer bei YouTube geschrieben. Sind fast gar keine Wellen da. Also ja, schon. Hier haben wir uns also die entspannten Tage gemacht. Im Café. Mit Meerblick. Und fahren heute aber wieder weiter. Nach Essaouira. Ja, müssen noch klären, wie wir da hinkommen. Machen wir jetzt. Ja. Hi. Na gut. Wir sagen ja, ist ein chiller Ort. Der Hund folgt uns jetzt auf Schritt und Tritt. Oder Daniel dem Hund. Ja, auf jeden Fall war das jetzt die kleine Stadtführung. Hier hinten beginnt das Dorf. Ist doch ein Dorf, ne? Ja, und da vorne? Und da vorne hört es wieder auf. Ja, also gemütlich. Natürlich, neben der kleinen Hauptstraße gibt es auch noch ein paar kleine Gassen, wo die halt Eingänge zu den Häusern sind, ne? Es ist auf dem Weg passiert von City Ifni nach Takasut. Irgendwo zwischen den drei Taxifahrten muss ich die liegen gelassen haben. Wird dir ja meine leihen, wenn du nicht immer verlieren würdest. Ich freue mich über Mitleid und Sprüche könnt ihr euch sparen. In die Kommentare. Ding, 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 ding. Das beste, der beste Mitleidssatz bekommt was. Aber was denn? Ein Like. Ja, das war das, was wir euch noch sagen mussten. Ja, was sollen wir machen, ne? Ich würde sagen, ich ziehe jetzt mal wieder die Sonnenbrille auf, weil die Sonne, die strahlt schon ganz schön. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier geht's zum letzten Video. Und hier zur Marokko-Playlist mit allen letzten Videos mit Sonnenbrille.